Angebot gemacht, Alter, dass ich da hingehen soll und über GTA und so reden soll. ProSieben Max, genau. Nicht machen, normal nicht machen, Alter. Gar keinen Bock auf die Idioten. Die nehmen dich safe, Hops. Digga, ich schwöre, im Fernsehen kannst du sowieso niemanden trauen. Ich stell mir vor, die machen irgend so eine Reportage und so. Und drehen das am Ende sowas wie: dieser 18-Jährige verdient so und so viel Geld und ist dann, hat so und so eine Einstellung oder sowas. Beim Fernsehen sind nur, ich sag euch ehrlich, im Fernsehen sind nur Opfer unterwegs. Und außerdem habe ich an den Tagen einen Termin mit meinem Steuerberater. Also nee. RIP Knossi. Ja, Knossi hat ja seine eigene Sendung, das ist ja was anderes. Aber wenn du da hingehst. Nee, ich gehe da nicht hin, auf gar keinen Fall. Nicht alle, Bro, ich arbeite beim TV, ja. Aber so ProSieben und sowas, da traue ich gar nichts, Alter. Bin ich euch ehrlich. Alter, danke für alles, hab keine Schutzweste mehr, Alter, erstmal kaufen geht. Außerdem bin ich jetzt noch nicht mehr so. Bin ich nicht so. Ja. Ne, was? Achso, Wäsche, Atbrunne. Ne var? Ya yemek ne? O zaman ver. Meine Mutter sagt, was gibst du essen? Ich sag, was? Ich sag dreimal, was zu essen. Und sie sagt einfach essen. Ich sag, was zu essen? Essen. Ich sag, was zu essen? Essen. Ich schwöre, die mag das auch, um mich einfach zu triggern, ne? Aber fühle ich. Ja, meine Mutter kommt aus der Türkei, oh nein. Was mache ich denn hier oben, Alter? Bin ich Brain AFK oder so? Hä? Rort ist mein echter Name, ja. Habt ihr den Namen Rort schon mal gehört? Woanders außer bei mir? Ganz viele Nein, Alter. Ganz, ganz wenige Ja's. Ich muss sagen, ich habe bisher in meinem Leben nur ein Rort getroffen.
fucking Noob Wall, du fucking shit. Also in Real Life halt. Ah, du bist es, Alter. Sag doch direkt, Alter. Ja, da. Ah, du bist doch der Bruder. Ja, ja. Ah, bist du heute dabei, verdammte Scheiße. Wie heute dabei? Naja, heute soll das große Ding starten, ne? Große Alles. Alles. Echt jetzt? Ich weiß nicht, hat dir Craig so etwas erzählt oder noch nicht? Nee, nicht, aber warte mal. Cousin? Ja, Cousin? Ich bin beim Würfelpark. Wir sind beim Fluss zu unserem Anwesen, denn ihr wisst auch kommen. Beim Fluss? Ja, ja, Sepp, Frank, Rick sind auch da. Wir sind gerade mit dem Segelboot unterwegs. Ja, ich komme. Zum Anwesen also. Ja, ja, genau. Ja, okay, ich komme. Okay, ciao, ciao. Ey, fahr mich mal wohin. Bist du Müllmann oder was? Ey, Mann, ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Oh, verdammt, Alter. Jo, ich dachte, Müllmann verdient mal weniger als Hartz IV. Ich mach das auch nicht wegen dem Geld, aber man kann Waffen im Müll finden. Na, ich hab's nur einen Karabiner gefunden. Was? Nee. Wow. Was denkst du, warum ich mit dem Müllwagen umfahre? Okay, wo musst du hin, Alter? Noch sagen, bis halt. Markiere. Hier ganz oben. Ja, seh. Der Hermano, wir ziehen das heute Abend mit Sepp durch, ja? Was wollt ihr durchziehen? Lörres entführen, verdammte Scheiße. Ja? Nee. Sepp und ich, wir haben schon ein paar, und Craig ist auch dabei, also wir haben schon ein paar korrupte Kontakte gesammelt, seh? Yeah. Diese korrupten Kontakte werden uns helfen, Lörres ihren Standort ausfindig zu machen und dann werden wir sie entführen. Viel Glück, Bruder, ich sag dir ehrlich. Wir werden das schaffen, glaub mir, Hermano. Ich hab gehört, ihr habt das auch schon mal gemacht, ha? Ja, wir haben es geschafft, Alter. Wie habt ihr das gemacht, verdammte Scheiße? Ja, wir haben es hinbekommen, Alter. Brauchst das aber, weiß ich aber. Brauchst ein paar höhere Kontakte, sagen wir mal so. Wie gesagt, das ist aber auf jeden Fall so eine. Das, durch Sepp haben wir halt gute Kontakte bekommen, ne? Ja. Das ist halt unser Vorteil. Sepp hat so einen Kontakt geklärt, der kann Lörres vielleicht direkt irgendwo hinlocken, sie. Und wenn wir Lörres irgendwo direkt haben, dann können wir sie mitnehmen. Und vielleicht sieht man Lörres bald nur noch mit Handschuhen. Weil wir werden ihr eine dicke Narbe an die Hand machen, ne? Was werdet ihr denn machen? Eine dicke Narbe an die Hand machen, sie. Ah. Stell mal vor, du siehst sie nur noch mit Handschuhen und du weißt ganz genau, ein Zivilist, der seit 3 Tagen hier ist, hat ihr eine Narbe gemacht. Der Polizeipräsidentin. Und sie läuft wegen mir nur noch mit Handschuhen rum. Warte. Sie. Oh, Alter. Digga, warum schmeckt mein Mund immer noch nach Zahnpasta von gestern Abend, Digga? Und heute? Das ist doch... Wann wollt ihr das machen, Alter? Weiß nicht, ja, sobald Cracky wach ist, aber Cracky hat deinen Crack-Schlafrhythmus, ja? Du kennst ihn ja. Ricky wird wahrscheinlich erst um 17 Uhr oder so wach werden, sie? Soll ich ihm sagen, er soll dich anrufen? Ich muss gucken, ich glaube, ich muss das wegen meiner Fraktion klären. Was ist der? Weißt du, wenn man neu gegründet wird, gibt es immer viel Probleme, weiß ich mein. Ah, das ist ja, verstehe, also du hast eine neue Fraktion oder was? Aber wie sieht das aus, weil du siehst aus wie ein Baller, verdammte Scheiße. Ja, ja, aber ich bin keine Baller. Was habt ihr denn vorher, Mann, wenn ich es fragen darf? Ja, Mann, das ist falsch. Ja, du hast mir doch wieder markiert. Zurück. Moment, wir fahren hier eine Runde. Oder weiter, ich weiß gar nicht, wo das ist, Digga. Was habt ihr denn vor für eine Fraktion, ne? Aber nicht die Ballers.
Dies fahre ich hoch und dann fahre ich zurück. Also, wir heißen die OGs. Die OGs, okay. Ja, aber behalte es noch für dich, verdammte Scheiße. Ja, Mann, und mit wem soll ich reden, ne? Geh mir einfach, Hermano, damit du weißt, wie gesagt, ich scanne die Stadt noch nicht so gut, ha? Und da vorne direkt war gerade aus. Dieses hier? Nein, links, links. Also die Hauptstraße, hier. Weiter vorne. Hermano, das ist der rechts verdammte Seise. Also hier, lass mich raus. Dann runter. Herr Bulle, ich kann mich rauslassen. Okay. Danke dir, ja? Hau rein. Ich weiß nicht mal, wo unser Anwesen ist. Alter. Wo ist der denn? Ich bin auf dem Anwesen, Alter. Wo seid denn ihr? Wir sind beim Garten. Merkwürdig. Beim Garten, also hier unten oder was? Ah! Was geht ab, Cousin? Ganz gerne kommen. Okay, dann geh halt wieder. Ah, jetzt! Was ist denn? Ah! Alles gut bei dir? Ja, jetzt schon. Alles gut. War nur ein Reflex, ja? Wie will ich? Ach, ich soll Frink Wattab, verdammte Scheiße. Was geht ab, Mann? Was geht ab? Oh, so ist das. Ist das euer Anwesen, Mann? Ja, Mann. Bro, was? Wie viel habt ihr gezahlt? Nichts, Mann. Habt ihr gut Schwanz gelutscht, hä? Digga, wie kann man das Gras bekommen? Das Ding kostet über 100 Mio. Über 100 Mio? Ist ja wegen Fraktion, deswegen. Ja, trotzdem. Das ist auch... Ihr habt eine ganze Straße, Cousin. Nee, ich mache ja kein Auge, Jungs, ich wollte kein Auge machen. Chill. Achso, okay. Ihr habt aber auch eine super Haut, Cousin. Ja, nee, es geht mir nicht darum. Ich wollte kein Auge machen, ich habe das einfach nur so gesagt. Ich wollte euch nicht damit beleidigen oder verletzen, Jungs. Sosa, du blöder Wichser, was geht verdammte Scheiße? Was geht ab, Pablito? Wohin fährt denn der Idiot? Letztes Mal hast du mich richtig gefickt, verdammte Scheiße. Wo war das nochmal? Ja, tu es nicht so, du weißt ganz genau, was. Ach so, ja, wer hochfliegt, fällt tief, sagst du? Ja, sie, wer hochfliegt, fällt tief, verdammte Scheiße. Hattet ihr einen Helikopter am Sturz? Ah, Jungs, habt ihr ja, Energie? Aber ich hab das überlebt, verdammte Scheiße, und ich dachte, ich überlebe das nicht, sah? Es wurde gesagt, Sepp ist mitten auf dem Meer. Warte kurz, es wurde gesagt, Pablito geht mit Haien schwimmen und so wurde gesagt. So sauder, verdammt. Oh mein Gott, wo der ist. Wer hochfliegt, fährt tief, Alter. Ja, verdammt, das heißt. Ey, Jungs, habt ihr einen Heli für Sepp? Der ist mitten auf dem Meer, ganz hinten. Der Heli hinten, ist ganz oben auf Dach. Dein Boot ist kaputt, der ist irgendwo ganz hinten. Ganz oben auf Dach ist ein Heli. Ich habe irgendwie keinen Bock, ihn abzuholen. Hast du mal Bock? Sepp, du blöder Wichser, lern mal schwimmen, verdammt, das heißt. Boah, Lamm ist so nice, Alter. Lammfleisch-Chat. Ey, Sousa. Ist so geil, Alter. Sousa. Pablito, geh mit dem abholen. Was? Warte, geh den abholen. Sousa, hast du einen Spruch für jemanden, der weit gestrandet ist, und jetzt ganz weit den Weg schwimmen muss? Wer tief schwimmt, ertrinkt. No. Wer weit... No, das muss schon anders sein, Mann. Weil Pablito, geh den jetzt abholen, Mann. Wenn du da wärst, würdest du genauso durchdrehen. Jetzt geh den abholen. Ich schwöre, nein, habt ihr mich abgeholt, verdammte Scheiße. Junge, ist ein Befehl. Habt ihr mich abgeholt, verdammte Scheiße. Pablito, hol den ab.
Sofort. Haben die ihn abgeholt, Fernandes? Sepp, warte. Pablito, geh mir nicht auf die Eier, Mann. Du bist der Einzige hier mit dem Heli. Ey, pack die Waffe, ein verdammtes Scheiße, Bruder, geh mir nicht auf die Sache. Geh mir nicht auf die Eier. Auf die Sache. Okay, es geht nicht auf die Sache. Du kannst meine Autorität nicht untergraben, Mann. Verstehst du? Ja, bleib mal locker, Fernandes. Du kannst dir nicht in Frage stellen. Nein, das machst du immer. Ich hab langsam keinen Bock mehr drauf, Bro. Ja, was packst du die Waffe aus? Sag mir mal. Was packst du die Waffe aus? Du machst immer nur dich auch cool. Was? Du schreist immer als erstes rum. Wenn man sagt, hol ab, hol doch einfach ab. Der Junge holt dich jedes Mal ab. Ja, okay. Denkst du, ich geh jetzt nicht holen, oder was? Nein, du wärst immer noch hier am Sitzen. Ja, bleib locker, verdammtes Scheiße, Mann. Darum, dass wenn die Jungs was für dich machen, dass du auch mal was für die machst. Ich höre das, Frank, ich sag dir, das war das letzte Mal, dass du Waffe auf mich gerichtet hast. Verdammte Scheiße. Wo ist du mir, Pablito? Nein, ich drohe dir nicht. Nein, ich sag, wenn du die Waffe nochmal packst, dann gib mir einen Kopfschuss, verdammte Scheiße. Was ist das? Was? Musst du ganze Zeit auf die Leute Waffe richten, verdammte Scheiße? Meine Autorität, dass ich nicht in Frage stelle, das ist dein Blattort, Pablito. Oh, Mann. Ja, Alter. Sosa? Er hat ihm gerade ein Blatt gegeben, der hat... Hä? Wegen so einer Kinderkacke, oder was? Ja. Kann ich ein Medic holen? Ah, ich weiß nicht, wie ein Dispatch geht. Rick, schreib mal ein Dispatch, bitte. Stop pinging this all time this fucking tunnel. Ist er ins Wasser gefallen? Muss sein, damit du auf den Boden kommst. Er hat einfach... Wegen abholen. Ich bin irgendwie traurig, Cousin. Ich auch, Alter. Jetzt liegt er da am Boden, Alter. Hol dir mal hierher auf die Couch. Nicht auf die Couch, nicht auf die Couch. Der blutet die falsche Couch voll. Lass ihn hier vorne. Hä, wo ist der hin? Komm hierher und muss ihn ablegen. Ich sehe ihn nicht. Hä? Leg ihn ab! Ist er noch in meinen Arm? Ja. Yeah. Schreib mal ein Dispatch. Ich weiß nicht, wie das geht. Geh auf dein Handy, auf Favoriten, auf Dings. Und dann schreibst du eine Nachricht. Also beim Kranken. Und was schreibe ich da rein? Mann liegt am Boden und verblutet und ja, sowas. Aber woher wollen die wissen, wo ich im Cousin? Steht im Dispatch drinne. Okay, abgeschickt, Ding. Aber wieso hat... Das war jetzt ein Blatt auf. Ich hab auch nicht gecheckt. Warte mal. Can you stop? Sind meine Schuhe voll. Frank, ich sag dir, das war das letzte Mal, dass du Waffe auf mich gerichtet hast. Verdammt, das heißt. Schau mal. Nein, ich drohe dir nicht. Nein, ich sag, wenn du die Waffe nochmal packst, dann gib mir einen Kopfschuss, verdammt, das heißt. Was ist das? Was? Musst du ganz auf die Leute Waffe richten? Hier Silvester feiern. Was sagst du dazu, ne? Dass ich nicht im Fall stehe, das ist ein Blatt. Alles. Oh, Mann. So. Autorität, Alter. Sieg ihm deine Autorität. Doch nicht, oder was? Und warum ist dein Pablito schon wieder da? Frank, ich sag. Der arme Pablito, Digga. Jungs, hallo? Pablito hat ein Blattort bekommen, Alter. Der hat ein Blattort bekommen? Ja, weil er Sepp nicht abholen wollte. Also er wollte gerade losgehen und haben die sich gestritten über Autorität und dann hat er ein Blattort bekommen. Hier am Anwesen. Ja? Direkt. Yo, Bro, was alt. Wo ist mein Flugzeug hin?
Cousin, weißt du das? Die haben es mit Bazooka abgeschossen. Frank war sauer, weißt du? Spaß. Das war's. Wo der? Wo ist das? Oh, die Couch ist richtig bequem. Ja, ne? Alter, schwebst du da in der Luft oder was, Susa? Junge, ich wusste gar nicht, dass du Meister Shifu bist, Alter. Ach so. War es auch irgendwas drunter bestimmt? Ich sag euch ehrlich, das war echt sehr, sehr random. Sehr, sehr random. Da muss was drunter sein, oder? Das verwirrt mich jetzt. Ich bin so ein Typ, ich mag so Autoritätsgelaber gar nicht. Für mich ist jeder Mensch gleich. Guten Tag, ist Dortmund. Auch wenn er ein OG ist, oder? Wo ist die verletzte Person? Im Wasser, tatsächlich. Oder? Nein, die liegt direkt hier, hä? Bei mir ist sie? Da unten sehe ich sie. Da unten? Okay. Da unten, hä? Jo. Ich sehe sie nicht. Ich glaube, der Medic hat richtig Bock sein. Ich spring kurz mein Teller weg. Wir müssen immer ein bisschen Trinkgeld geben später. Ja? So, ich esse weiter, ja? Aha. Das jetzt aber. Ich liebe unser Anwesen. Ich schwör's, Herr Cousin, du? Ich mag unser Anwesen auch sehr sehen. Was? Ich würde es feiern, wenn wir nochmal Verstecken spielen, aber mit Wette. Du und ich. Was sagst du dazu? Und was 100, für eine Wette? 100 Euro. Sehe ich aus wie Sosa, was ich 100 Euro einfach so wette? Ja, Sosa ist Multimillionär. Milliardär, du hast die Wörter vertauscht. Sosa ist Multimilliardär. Ach, stimmt. Tut mir leid. Alles gut, ich glaube, Sosa verzeiht dir da, oder Sosa, Cousin? Also ist einfach verstorben. Der Junge hat mehr Geld gemacht als mein Vater in 10 Jahren, so, weißt du? Aber egal. So, darf ich dich was fragen? Hallo? So, sag ich aber eine Frage. Was ist los, Bro? War das jetzt... Also... Er hat der, ihn in der, der unser... Der hat einen bekommen. Aber in unserer... Bei unserem Anwesen, Cousin. Ich meinst du? Ist egal, wo man Blattort macht. Können wir die Person einen Blattort machen? Ich meine halt, er hat halt so bei unserem Anwesen einfach geschossen, weißt du? Das ist aber auch wieder, weißt du, wie ich meine? Die Blatts hätten wieder komplett Stress geschoben, wenn man bei denen beim Anwesen geschossen hätte, weißt du, wie ich meine? Mhm. Das haben die ja damals bei uns auch gemacht. Stop doing this fucking noob wall, you ja. Shit. Als also wir, als Dings, Ding, als Marcel Heeres damals, als guter Kollege, so wie die von uns guter Kollege sind, auf deren Anwesen geschossen hat, hat er auch richtig Stress bekommen. Weißt du, wie ich meine? Aber gegen wen hat er geschossen, Cousin? Er hat gegen die Lost geschossen, aber da hatten die damals noch kein Bündnis. Sosa, du kratzt schon wieder, Bro. Warte. Das hat jetzt irgendwie, das hat mich richtig mitgenommen. Warte, ich rufe Frank. Kann ich die Person wegschicken? Ja, oder? Hat er es nicht geschafft? Ne. Oh nein. Schick ich einmal weg. Free Pablito. Ich hab dich geliebt, Bruder. Ich rufe Frank, Mann. Dann wünsche ich einen schönen Tag, ne? Jo. Ciao, ciao. Sollen wir ihm das irgendwie sagen, wenn er aufwacht? Ey, was mich, Dings, wie lange hast du noch eigentlich, Sosa? 4-5 Stunden. Nein. Doch. Oh, das heißt, morgen ist vorbei. Schade, Digga, ich hab gehofft, bis Silvester, Bro. Halt's Maul. Ich glaube, die haben nur oft, weil er gesagt aber hat, aber geht auch nicht rüber zu Frank oder so und beleidigt den oder sowas. Sowas macht man nicht.
so dingsmäßig, ja, das macht jetzt keinen Sinn mehr, weißt du? Ich glaube, es wäre sonst noch länger gegangen, Cousin. Ich verstehe nicht ganz, ob aber wegen so einem Kinderstreit, zum Glück wird das niemals bei uns passieren, Alter. Wegen so einem scheiß Kinderstreit. Oder was? Bruder, ich check's. Das ist doch ein Spaß, oder? Nein, Mann, guck mal. Die hing hier und, Dings. Frank saß hier und Pablito saß da. Dann hat Frank zu Pablito gesagt, hol mal Sepp ab. Und dann, hat Pablito nicht, direkt reagiert oder so. Dann hat er gesagt, hol Sepp ab. Das ist ein Call, das ist ein OG-Call oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und dann hat, ja, aber Bruder, das ist ein Befehl. Ein Member, der schon seit mehreren, keine Ahnung, Monaten dabei ist, einfach so wegen so einer Scheiße direkt Blatthauten, hä? Das macht gar keinen Sinn. Ja, er hat gesagt. Und dann hat Pablito gesagt, okay, du musst dich direkt, Dings. Dann hat irgendwie Frank eine Knarre gezogen und hat Pablito gesagt, du musst dich mit einer Knarre auf mich ziehen. Und hat er gesagt, du ziehst nie wieder mit einer Knarre auf mich. Hat Pablito zu Frank gesagt. Ja, und dann hat er gesagt, ich stelle meine Autorität nicht in Frage und hat ihn geblattoutet. Pablito Cousin? Geht's dir wunderbar, Cousin? Sosa, ihm geht's wunderbar. Kannst du zum Anwesen von uns kommen? Z, danke für deine 5 Gifted. Ich hab nichts zum Abholen, weißt du? Ah, ja, ja, ich hab Geld bei mir, Cousin. Ich schick dir wieder ein Dispatch, okay? Okay, dann bis gleich. Ciao, Cousin. Ey, Mann, Alter. Wer wird das ihm sagen? Osama. Ja, aber. Das ist doch nichts Festes, oder nicht? Jetzt, dass er geblattoutet wurde. Er ist geblattoutet, du Idiot. Haben die gesagt, du bist. Ja, das ist jetzt dein Blattout. Tot. Oh. Ja, okay, dann. Ey, das ist irgendwie. Das macht mich gerade fertig, Cousin. Der arme Pablito, Mann. Verdammte Scheiße. Play better, you fucking noob kid. Wer wird das ihm sagen? Ich sag's ruhig. Junge, wie du sitzt, das ist einfach unglaublich, Bro. Als ob du irgend so ein Meister wärst. Im Luft einfach oder schweben. Oder Kung Fu Panda sein Meister. Meister Shifu. Hey, der heißt doch. Meister Shifu. Ja, Meister Shifu. Aber jetzt endlich Sosa Big Yoda. Was geht ab, Big Yoda, Cousin? DJ, danke dir für deine 5 Gifted. Weil wie viel ist denn der Timer? Digga, der geht auch nicht runter, ne? Stop pinging this all time, this fucking tunnel. Hast du schon überlegt, wie du es ihm sagen willst, Cousin? Ich erzähl, was gerade passiert ist einfach. Ich liebe unser Anwesen, nur wenn man hier in diesem Pool schwimmen könnte. Push, danke dir für deinen 10 Euro. Stabiler Stream. Man kann da nicht schwimmen, Alter. Was glaubst du, was will er da, was wird er dazu sagen? Stabiler Stream. Ich hab keinen Grafikmod. Welchen Grafikmod benutzt du? Vielleicht sehr glücklich, vielleicht aber auch traurig. Man kann es ja nicht wissen. G3, danke dir für deine, Beckmann, danke für deine 5 Gifted. Und Rob, danke dir auch für deine 5 Monate raus. We need your fucking flash. What the fuck you going? Doing you? Ey, seid ihr eigentlich im Funk? Ne. Warte, ich komm rein. Geht da mal rein. Ist jemand da? Welcher Funk? Sag's an, danke. 667, wie immer, Cousin. Immer. Wir ändern den bald ab, aber das wird dann über die W-Funk. Wird das dann gezeigt oder gesagt? Sag's an, danke für deine 10 Gifte, Bro. Kuss. So. Oh, nice. Mann, was erwähnt ihr das auch? Jetzt werde ich gefickt. Saxan, danke dir für deine 10 Gifted und. Hä, was meinst du? Red Apex spendet 10 Euro. Wie bester Mann, danke dir auch für deine 5. Ja, nice. Was meint der denn? Hallo? Hallo? Loni, danke dir auch für deine 5 Gifted, Bro. Kunst. Hey Mann. Saxan, danke dir wieder für deine 5 Gifted. 10 Gifted.
Eric? Ja? Ich glaube, wir feiern Silvester doch hier. Jawohl, Alter. Ja, du und ich, Mann. Push 415 spende 10 Euro. Stabiler Typ, dieser Roh hat. Danke dir für deinen 10er Kuss. Hast du schon Feuerwerk gekauft? Was? Hast du schon Feuerwerk gekauft? Nee. Ich knall Tessa. Ja, aber dann machen wir einen Dreier. Was sagst du dazu, hä? Biss dich. Tessa gehört mir, weißt du, wie ich meine? Sie meinte zu mir, sie wollte nur die Nummer geben, weil du ein Bekannter bist, weil du ein Bruder von mir bist. Und das hast du geglaubt, oder was? Ja, klar. Hat sie dir. Sie hat dir auch geglaubt, dass du Staatsanwalt bist, also. Ich hab ihr die Wahrheit gesagt. Rob, danke für deine C giftet und, oh. Danke für die ganze Zeit. Du weißt nicht, was gestern abging mit dir hier, hier am Anwesen. Was hast du denn gemacht mit dir? Oh, 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 oh. Hast du endlich das gemacht, was dich zum Mann macht? Stop pinging this all time this fucking tunnel. Och, Digga. Es hat nicht so ganz funktioniert, sag ich mal so. Warum nicht? Sie war noch nicht bereit, hat sie gesagt. Danke dir für deine Zink. Du hast gefragt, oder was? Ich hab nicht gefragt. Ich hab nur meine Gefühle gezeigt. Bruder, hast du sie wenigstens. Hast du sie einmal geküsst? Chibi, danke für deine ja, so mäßig. Im Tonstudio. Im Tonstudio? Ja. Wie geküsst? Wie geküsst, Digga? Auf die Wange, oder was? Doch nicht auf die Wange, Mann. Was soll das denn? Kann ich mir vorstellen bei dir, Alter. Och, Digga, Jungs. Jo. Janie, danke für deine 10 giftet. Was heißt? Shadian, danke für deine 10 giftet. Data, danke für deine 5 giftet. Pablito! Was heißt? Hola, wie geht's euch? Como estás? Was geht, Mann? Wie geht's euch, verdammte Scheiße? Soll ich erzählen, was passiert ist? Was ist passiert? Du und Frank, ihr habt euch gestritten um Autorität und hat er dir ein Blatt gegeben. Wer ist Frank, verdammte Scheiße? Was? Blattout? Jo, Pablito, Mann. Er weiß nichts mehr, Alter. Scheiße, ich weiß nicht, ich bin krank genug aufgewacht. Und auf einmal hatte ich so in mir so ein Gefühl, dass ich so richtig happy bin. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das? Kennt ihr dieses Gefühl von Freiheit so? Das kenne ich. Sehr. So, auf einmal hatte ich so dieses Gefühl von Freiheit. Weißt du, wie mehr kann ich? Weiß ich nicht, verdammt. Ich weiß, wer ist Frank, diese Puta? D-Max spendet 5 Euro. Hört sich an wie ein Puta. Haut nochmal alles abs raus. Es darf nicht enden. Ja, auf jeden Fall. Hey, Scheiße. Ey, Mann, ihr habt einen richtig schönen Ausblick, muss ich euch sagen, ne? Ja, Jungs. Scheiße. Gefällt mir richtig dieser Ausblick, verdammte Scheiße. Stimmt, der hat ja ein Blattwort bekommen, der hat gar keine Erinnerungen. Erinnerst du dich an deine roten Schuhe, Cousin? Ach du Scheiße, warum habe ich diese scheiß Farbe an meine Schuhe, verdammte Scheiße? Hey, Pablito, Mann, komm runter, Alter. Scheiße, wie hässlich das aussieht, ja? Pablito. Sie. Alter, Mann, du wurdest vor unseren Augen geblattoutet, Alter. Was? Du warst, Mann, ein Blatt. Oh mein Gott. War ein Blatt. Rick, Rick, komm mal rüber und Cousin auch. Warte mal hier, Pablito. Ich glaub das nicht. Niemals war ich ein Blatt, verdammtes Scheiße. Hey, man darf den das doch nicht. Man darf. Ich glaube, man darf den gar keine Erinnerungen geben, oder? Wirklich? Wer ist Peso, danke für deine 5 Gifte. Darf man nicht, ne? Darf er uns eigentlich spend jetzt, oder? Ja, aber wir haben ja nichts mit der Sache zu tun. Wir sind doch kein Blatt. Ich red mal kurz offen, okay? Ja. Yeah. Als Micha sein Blattwort bekommen hat. Ja. Yeah. Hat er einen anderen Charakter erstellt, Oma? Hat Micha ein Blattwort bekommen? Ich weiß gar nicht. Der ist, glaube ich, draußen aus dem Blatt, oder nicht? Micha. Nein, ich meine, er hat jetzt einen neuen Charakter, Cousin. Nein, er hat einen neuen Charakter, aber er ist nicht raus. Ja, sein Charakter ist nur bei dem Bryce. Ja, yeah, Bryce.
Und an was darf sich Pablito jetzt alles erinnern? Ich weiß nicht, ich glaube an gar nichts. Darf er sich an uns erinnern? Ja, das darf er. Also nur alles mit Platz nicht, oder? Ja, ja. Okay. Digga, warum ging das alles so schnell, hä? Eigentlich muss man auch irgendwie, keine Ahnung, oder nicht? Ja, okay. Heisenberg, danke dir für deine 50. Ich weiß nicht, Brent war einfach sauer, glaube ich. Chat, an alle Leute, die reinschreiben... Okay, dann lass drüber, oder? Ey, warte. An alle Leute, die reinschreiben, nimm Pablito auf. Also, wie lost seid ihr? Wir sind gerade dabei, die Fraktion zu gründen. Wir haben gesagt, wir sind 8 Leute. Oktagramm. Und ja, yeah, das besteht aus 8 Leuten. Wir sind die 8 Mail-Leute. Was danach passiert, müssen wir erstmal gucken. Aber erstmal lass die Fraktion hier gründen. Ja, wir haben nicht mal eine Fraktion. Wie sollen wir denn direkt machen? Ja, genau. Okay. Chat, ihr habt ihn gehört. Sosa, ich meine Big Yoda, sorry. Ja. Okay, wir gehen wieder zurück. Ja, Silvester feiern wir trotzdem mal. Schnauze, Wichser. Ey, Rick, wieso bist du so geil drauf, Digga? Wie bequemer. Okay, sie. Oder, Cousin? Zieht eure Schuhe aus! So, okay, aber Susa, meine Füße stinken, Mann. Verdammt, das heißt. Ah, Digga. Hast du keine Socken dabei oder so irgendwas, no, Digga? Ich zieh keine Socken an. Alter, eklig. Oh mein Gott! So, hast du Scheiße. Digga, Redline, danke dir für deine Zähne giftet. Es ist einfach schwer zu sagen. Cousin, sitzt auf mein. Komm, sitz dich auf mein Soß, Cousin. Alles gut. Mann. Es ist einfach Schmerzen. Schmerzt dich, yeah, voll ist du warm und komm nicht drauf, klar. Wie meinst du mich, oder was? Sosa. Ach so, Sosa, bist du Guru geworden, verdammte Scheiße. Ja, Mann. Oder? Ich hab den Bock. Can you stop? Was, auf Bock? Überfall. Oh mein Gott, verdammte Scheiße, ja. Verdammte Sosa, Scheiße. Was für ein Überfall? Sosa hat öfter Überfälle gemacht, als ich Cousin gesagt hab. Verdammte Scheiße, Mann. Das ist unmöglich, Alter. Ich glaube, das stimmt sogar wirklich, Cousin. Nein, Mann. Ja? Ich habe nicht viele gemacht. 2-3 Stück vielleicht. Can you stop? Das Ding ist, irgendwie, weiß nicht. Langweilig geworden, die Überfälle. Ja. Ja, das. Dann werde ich ja schon längst Überfall machen, wenn ich das nicht denken würde, weißt du? Ich habe schon so viele Überfälle gemacht, alle Szenarien miterlebt. Ich weiß gar nicht, wenn noch was passieren kann, weißt du, wie ich meine? Du, man muss was komplett Neues machen, verdammte Scheiße. Mhm. Aber das Problem ist, die meisten Polizisten und so machen einfach nicht mit, wisst ihr? Das ist das Problem. Ey, lass das, was ich und Dings gestern gemacht haben. Wer? Ich und Marcel, wir machen Staatsbankraub und verstecken uns. Ey, wisst ihr, was wir noch meinen? Ja, können wir machen. Hermanos, wisst ihr, was wir noch meinen können? Was? Wir können oben, Palito, okay? Yeah. Palito ausrauben, ich hab ein Flugzeug, eine Jet, da passen 10 Leute rein. Dann warte ich am Sandy Source Flughafen. Ihr kommt nach Raubüberfall direkt dahin und dann fliegen wir. Oh mein Gott, was für ein Abgang das wäre, verdammte Scheiße. Mit Motorrad, oder was? Ja, ihr kommt mit Motorrad, egal wie, ich warte Sandy Source mit Jet und dann fliegen wir weg. Die haben keine Source mehr, wenn wir mit Jet sind. Mit Helikopter, weißt du? Sosa, wie habt ihr euch da versteckt eigentlich? Hä? Keine Ahnung. Wir haben uns versteckt, aber niemand ist dann gekommen. Wir haben einfach so 1,3 Millionen gemacht. Oha. Ja, wir müssen so was komplett Neues mal machen, verdammt. Ja, dann lass es mit Palito machen. Das ist doch aber gute Idee, oder? Palito. Ey, und wenn ich noch einmal. Ich werde Frank noch eine Ansage machen, mir scheißegal. Was soll die Scheiße? Wie hat er sich damals beschwert, als Marcel aus seinem Scheißhof geschossen hat? Ja. Hier ist überall Blut, überall.
Und deine scheiß Flossen, wegen deinen scheiß Flossen ist hier noch mehr Blut. Diese Flossen. Nicht mehr. Das ist später weg, egal. Er hat auch noch die Pflanzen umgekippt, Mann. Schau wegen dir der an, Luftfeuchtigkeit, Alter. Was mehr betrifft, wird da später alles weg sein, weißt du? Ach so. Meinst du, es gibt doch nichts von alleine weg, verdammte Scheiße. Wir müssen jemanden einstellen, der das wegwischt. Stop pinging this all time, this fucking... Verdammte Scheiße. Was würde Marcel jetzt sagen? Ich ruf Frank, Mann. Haben wir eigentlich einen... Asna, danke auch für deine 10 Gifte, Bro. Nee, wir sind in einem Wasserflugzeug hergekommen. Und ich weiß nicht, wo der ist. Okay, warte mal. Ja, Sosa? Ja, Frank! Ja. Ja, ich soll dir von Sepp gerade sagen, dass du ein Wichser bist. Ich weiß nicht, wie... Schau mal, ob das hier ist. Er ist ein Wichser. Okay, du bist auch ein Wichser, Sepp. So, wegen Dings, Bro. Hier liegt überall Blut, Mann. Du hast unser Anwesen gefickt, Alter. Bro, ich hab... Du hast es mitbekommen. Ich hab Pablito ehrlich sehr, sehr viel Schaden gemacht. Pablito hat noch mehr Kacke gemacht als du damals. Muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Ich hab Pablito gesagt, dass ich zusammenrechnen soll. Aber Bro, du hättest mit ihm nach vorne gehen sollen und ihn da... Weißt du noch damals, als Marcel bei dir in der Hut geschossen hat? Sowas ist nicht korrekt, weißt du, wie ich mein? Ja, verstehe ich. Das war aber eine sehr hitzige Situation. Sich aufgespielt. War nicht korrekt von mir, dass ich auf eurem Anwesen geschossen habe, weißt du. Ja, okay. Wenn du willst, ich schick ein paar Jungs, die machen dann das Blut sauber. Nee, alles gut. Entschuldigung, alles gut. Liebe. Aber du weißt halt, wie das ist, weißt du, ich mein? Ja, easy. Ich muss mich jetzt dran gewöhnen, dass du da deinen Anwesen hast, weißt du? Noch bist weggetrieben, Cousin. Du weißt, was ich kann. Andere Leute nehmen das als Disrespect oder so, weißt du, ich mein? Ja, easy. Ich weiß, ihr seid ja mittlerweile mehr als du und Cousin. Ja, okay. Jo, danke dir. Hau rein, ja? Okay, Mann, hau rein. Hau rein. Er hat sich entschuldigt, alles gut. Was? Für was hat er sich entschuldigt? Dass er hier in der Hut geschossen hat, Alter. Ach du Scheiße, er hat in der Hut geschossen hier bei euch. Ja, hier. Du Scheiße, was denkt er sich? Denkt er, das ist seine Gegend hier oder was, verdammt Scheiße? Ja, deswegen. Stop doing this fucking thing, Alter. Ja, was geht mal? Starten wir was? Habt ihr Lust auf was? Lass mal mein Flugzeug holen. Ja, okay. Lass mal Fallschirm und so holen. Sieh, alles holen und dann können wir mal. Ich würde gerne das Versteck von Sosa sehen. Bei der Staatsbank sehen. Können wir ja irgendwann anders machen. Pablito, Cousin? Bist du wegen Palito auf deinen Namen gekommen? Was? Sind deine Eltern oder hast du dich umbenannt, Cousin? Als du 18 warst, weißt du? Als ich was? Als du 18 warst, du kannst ja dann deinen Namen staatlich beantragen, dass man den umbenennt, wenn der Name nicht passend oder beleidigend ist, Cousin. Was ist an Pablito beleidigend? Nein, haben deine Eltern dir deinen Namen gegeben oder du, Cousin? Ich verstehe gerade nicht, worauf du hinaus willst, verdammte Scheiße. Auf Palito Bank. Ach so. Verstehe ich immer noch nicht, ich bin so blöd. Can you stop? Cousin, was Palito, willst du? Palito, egal wie ich einfach weiter. Meine Eltern haben mich in der Palito Bank gezeugt, deswegen heiße ich Pablito, weißt du? Waren die Geiseln oder haben die ausgeraubt, Cousin? Ich glaube, die waren Geiseln, dann war denen langweilig, weißt du. Dann haben die gesagt, komm, wir machen kurz eine Abspritzer, dann sind die ins Hinterzimmer gegangen. Und so ist Pablito ins Sande, weißt du? Pablito! Nein, Sosa! Oh mein Gott, oh mein Gott. Das Schöne. Digga, ich schwöre, meine Augenbraue, ich muss damit zum Arzt, Alter. Also, das sind meine Augenbraue, diese Stelle. Ich kratze da jedes Mal dran. Ich habe da so eine richtig, richtig fette rote Stelle. Wie ein Spaß. Ich kann auch nicht aufhören zu kratzen. Das ist so wie, wenn man einmal angefangen hat, sein Auge zu kratzen, dass man nicht aufhört. Ist immer so. Oh mein Gott, guck mal, wer da ist. Hallo, Isco, Cousin. Er wollte ein Foto hier machen, ha? So ein Ding ist das, Isco. Hola, Isco. Hallo. Hola, Isco. Verdammt, das heißt... Ich mach ein paar Fotos hier. Oh, was ein geiler Mist. Alter, mit deinem neuen Wagen, oder was? Ja. Isco, der passt zu dir, verdammt, das heißt... Ich weiß. Hast du den importieren lassen aus Japan oder
War ein Geschenk. Verdammte Scheiße. Ja. Ich glaube, Lingling würde dieses Auto auch sehr gefallen. Ja, bestes Fahrzeug. Verdammte Scheiße. Moment, so. Ach du Scheiße. Jo, jo, jo. Sorry, sorry, Isco, sorry. Was für ein Fahrzeug ist das von Nissan? Skyline, was? L34 GTL. Welches Modell? L34 GTL. Ich kenne keine L34 verändertes. Er meint bestimmt R. Er verwechselt immer R mit L. Ach so, ach so. Das ist typisch. Das macht doch Lingling, verdammte Scheiße. Manchmal, ich verstehe kein einziges Wort, was sie von mir wie, verdammte Scheiße. Ja. Echt? Hast du mal mit Lingling gesprochen? Lingling hat, glaube ich, mal eine Sprachnachricht für Isco gemacht, verdammte Scheiße. Weißt jetzt du noch, kannst Isco? Du die abspielen, Cousin? Ja, warte einen Moment. Pass auf, Isco. Warte einen Moment. Steig mal ein. Ey, warte mal. Ich will mitfahren. Ah, warte, ich muss suchen. Ja, warte. Was ist das denn? Falsche Seite. Hä? Was ist das? Aber warte. Einfach mal. Nihau, Isco. Hä? Das ist irgendwie so einsteigen. Nein, ich schieße, Digga. Ich wollte ein bisschen rumfahren, Alter. Auto funktioniert. Ich bin jetzt ganz auf Mechaniker fahren. Yo. Kein Problem, Dave ist da. Wir sind 2 Meter gefahren. Entspann dich doch. Und ich will sagen, ich wollte nur sagen, dass ich Fahrverbot bekommen habe. Ja, du hast aber auch zu Recht Fahrverbot bekommen. Ja, sein. Ich, oh mein Gott, Digga. Kann man mit dem gut driften, oder was? Oder es ist, oh mein Gott, so schwer. Oh. Jetzt zieh. Hat der einen Dreierchip? Digga, ist zu schwer, ne? Schwöre, ich mach das nicht extra. Er ist halt ein Driftfahrzeug. Der ist tot, Bro. Der ist tot. Was machst du denn? Alles gut. Alles gesaved, naja. Zum Glück ist Dave da. Was hättest du nur gemacht ohne Dave? Frage ich mich ehrlich. Hör mal, der Sound ist echt krass. Ich höre nichts, weil das Auto kaputt ist. Mach mal. Bro, als ob du so immer Gas gibst, also so Motor zeigst. Digga! Es ist unmöglich! Fahr mir jetzt richtig, komm. Digga, wenn man nur ein bisschen lenkt, dann driftet die Karre, guck mal. Zieh! Oh mein Gott! Oh! Wie fährt Isco damit, Alter? Ja. Hey, du Fixer, was geht ab? Was geht? Was machst du? Nichts. Oh! Gerade zugesehen, wie Pablito sein Bloodout bekommen hat, Alter. Ja, ich lag währenddessen in mehr 15 Jahre rum. Ich hätte aber in Medikin auch kämpfen können. Bist gestorben? Nein, ich hab überlebt. Weggetreten, wir sind zu viel Wasser in der Lunge, wo es hat mir kurz geschneit. Bist du ertrunken, du Vollidiot? Na, ich war auf dem offenen Wasser, dann sind die Jungs im Heli gekommen. Und dann wollte ich einsteigen, da war der Heli ein bisschen tief, das Motorblatt ein bisschen nah an meinem Kopf und dann. Ja, check ich. Lag ich auf dem Grund des Meeres und auf einmal wurde ich dann angespült und dann kam der Medic. Ja, merk ich. Was machst du jetzt? Ich weiß noch nicht, ich war am überlegen. Bist du immer noch bei eurem Anwesen, oder was?
Ja, ja, aber wir verziehen uns gleich. Pablito hatte einen Plan irgendwie. Der wollte Palito Bank machen und dann mit Heli oder so weg. Aber mal gucken, ob wir das machen. Ich frage mich gerade, wie das jetzt... Das ist ein Turbo da drin, wie das verbaut ist, krank. Ey, by the way, ich rede jetzt offen, ne? Mhm. Digga, Sydney wusste einfach nur von seinem Chat Bescheid, dass wir da hingehen, ne? Wohin Digga, ich guck gestern in seinen Stream... Ich bin mit Dings am Telefonieren, Rick. Ach so, ich wollte schon sagen, Digga. Ach so, Digga, er wusste einfach von seinem Chat Bescheid, nicht von uns, Digga. Ja, aber ich hab ihm geschrieben noch ab. Also, warte, ich hab ihm am Montag geschrieben, dass ich mit dir am 29. und am 30. in Berlin bin. Da geschrieben, ja, warte. Ja, ich sag dir. Bro, bitte fahr du einständig. Oh, einfach sein Chat weiß es, Digga. Ja, ja, alle wissen es nur, er selber nicht. Ja, okay, Tamar. Ja, Freddy, du Wichser. Ja, ja, du Wichser. Oder, ja, ich ruf dich gleich an. Ja, rein. 16-Jährige gebannt zu werden. Wusstest du das mit Frau Lörres? Dass sie 16 ist? Sonst, wo bist du? Ich komme! Verdammte Scheiße, Mann. Okay, wir beiden, du hast gerade mitbekommen, wie alt Frau Lörres ist, gell? Was? Alter. Du hast gerade mitbekommen, wie alt Frau Lörres ist, was? Ja, gestern habe ich das mitbekommen. Ich war gestern dabei. Wie hat das gestern gesagt oder was? Oder bist du immer noch am Telefonieren? Ich bin am Telefonieren. 16. Ja. Nein, ich meine, wo hat sie das gesagt, Cousin? Im D-Funk. Zu wem, Cousin? Zu mir, ich war mit ihr im D-Funk. Oh mein Gott, ey, gibt's da mal irgendwas, was ich mir anschauen kann, was sie beredet haben? Wir haben gestern Pummelparty mit eingespielt. Oha.